Na, zusammen, hier ist wieder Heuchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um drei hübsche Froschmounts. Und ja, bevor wir uns die jetzt mal hier näher alle angucken, will ich euch erstmal die quasi Laufanimation zeigen, die schon sehr, sehr cool ist. Ja? Also das ist quasi das normale Laufen. Und so springen die Viecher. Schauen wir mal. Leider irgendwie in Mount-Animation hat er nichts, also ich kann quasi nicht die Mount-Animation an sich aktivieren, aber ihr habt gerade gesehen, ab und an schnappt der schicke Frosch nach einer Fliege. So, jetzt gucken wir mal die drei verschiedenen Ausfertigungen an. Wir haben einmal den grünen Sumpfhüpfer, das ist der, ja, auf dem ich gerade hocke, das ist ja meiner Meinung nach fast der coolste. Und dann haben wir noch zwei andere Sumpfhüpfer haben wir hier, genau, dann haben wir einmal hier den gelben Sumpfhüpfer. Das ist der hier, der ist einfach so ein bisschen heller, also so ein bisschen hellgrüner, würde ich mal sagen. Und dann haben wir noch den blauen Sumpfhüpfer, den ich eher, den hätte ich jetzt eher als, naja gut, blau, eher so gräulich beschrieben, aber gut. Ja, und alle drei von diesen Sumpfhüpfern können wir uns in Nassmir besorgen, und zwar hier unten bei den Koordinaten 71, 55. Und dort haben wir eine Höhle, also sprich, wir laufen nicht da zum Froschlor rein, sondern wir biegen vorher ab. Und in dieser Höhle haben wir einen Händler. Und der Händler verkauft uns genau diese drei Frösche für 333.333. Sprich, wenn ihr euch alle kaufen wollt, habt ihr 1 Million Gold los, beziehungsweise ein Gold habt ihr euch gesaved. 1 Million minus ein Gold quasi. Und ja, dann können euch die schicken Mounts. Ich wollte mir die eigentlich auf einem anderen Server kaufen, wo ich noch Gold rumflacken habe, dass ich das mal loswerde. Blöderweise braucht man für das Mount Level 40 und nicht Level 20. Sonst hätte man es mit einem verbündeten Volk kaufen können, weil Ruf braucht ihr ja keinen. Ihr könnt sowohl mit der Allianz als auch mit der Horde hierher kommen. Also da gibt es keine Voraussetzungen. Das Einzige, was ihr braucht ein, ja, gut gefülltes Portemonnaie, um dementsprechend hier die Mounts kaufen zu können. Ja, damit wären wir auch durch mit dem kleinen Mount-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Mich würde es interessieren, was ihr von den Mounts haltet, von den drei Modeln, und ob euch das, ja, das Gold wert wäre, diese zu kaufen. Ich als Mount-Sammler muss sie ja quasi holen, um meinen Counter wieder ein bisschen in die Höhe zu treiben. Mittlerweile bin ich auf 539 und ja, mal gucken, ob da noch ein bisschen was geht die Tage. Gut, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Tala, bis dann. Ciao.